Hallo, mein Name ist Karl Döbens, ich bin der US-Korrespondent von RND und ich stehe hier heute vor dem Weißen Haus. Nachdem vergangene Woche die US-Demokraten ihren Präsidentschaftskandidaten gekürt haben, sind diese Woche die Republikaner dran. Zum Auftakt am Montag haben sie gleich offiziell Donald Trump nominiert, natürlich einstimmig. Nachdem der Demokratische Parteitag in der Öffentlichkeit weitgehend positiv beurteilt worden ist und der Kandidat Joe Biden vor Trump liegt, ist es für die Republikaner umso wichtiger, dass sie einen Kontrast zu ihrem politischen Gegner erzeugen. Das versuchen sie zum einen durch die Veranstaltungsart zu machen. Die Demokraten hatten wegen der Corona-Pandemie weitgehend virtuell getagt. Die Republikaner hingegen haben tatsächlich ein paar hundert Delegierte nach Charlotte in North Carolina gekarrt und sie dort in eine Halle gesetzt. Das sind zwar weit weniger als die 20.000 jubelnden Zuschauer, die sich Trump ursprünglich einmal gewünscht hatte, aber trotzdem gibt es immerhin eine Kulisse. Wichtige Reden werden aber trotzdem von woanders eingespielt. Zum Beispiel die Hauptrede von Trump am Donnerstag, die kommt eben hier aus dem Weißen Haus in Washington. Außerdem versuchen sich die Republikaner im Grundton von den Demokraten abzusetzen. Sie diffamieren die besonnenen und ernsten Debatten der Demokraten über die Gefahren von Corona, über Rassismus und auch über die Gefahren für die amerikanische Demokratie als Schwarzmalerei, Nörgelei. Sie hingegen wollen Optimismus und Zuversicht ausstrahlen. Mit dem Slogan ist es noch ein bisschen schwierig. Man hatte ursprünglich mit Keep America Great operieren wollen, also sorgen Sie dafür, dass Amerika großartig bleibt. Das kann man nun angesichts der Verwüstungen in der amerikanischen Wirtschaft nicht behaupten. Make America Great Again war schon 2016 der Slogan. Jetzt hat Vizepräsident Mike Pence am Montag es einmal versucht mit Make America Great Again Again. Also sorgen Sie noch einmal dafür, dass Amerika groß wird. Ob das beim Publikum so zieht, muss sich zeigen. Aber die Hauptattraktion der Republikaner ist ohnehin Donald Trump selber. Im Grunde ist der Parteitag eine One-Man-Show. Trump hat extra zwei Produzenten seiner ehemaligen Casting-Show The Apprentice angeheuert, um das ganze Spektakel zu inszenieren. Er wird selber an jedem Tag der Woche reden und hat schon am Montag eine Kostprobe davon abgeliefert. Da tauchte er nämlich überraschend bei der Eröffnung des Parteitages in Charlotte auf. Eigentlich sollte er nur ein paar Begrüßungsworte sagen, doch dann wurde es doch eine Stunde und seine übliche Kampagnenrede, obwohl er am Abend noch einmal auf dem Programm stand. Neben Trump werden seine Frau Melania, seine Töchter Ivanka und Tiffany, seine Söhne Donald Trump Jr. und Eric und natürlich deren Lebensgefährtinnen reden. Dem Narzissten mag das gefallen. Ob das beim Publikum so ankommt, muss man sehen. Das ist kein Parteitag, sondern ein Treffen der Trump-Sekte, hat Anthony Scaramucci, der ehemalige Kommunikationsdirektor von Trump, gesagt. Das ist vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber ganz falsch ist es nicht.